Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Spiel mit Peggy zu einer weiteren Folge von Transportfever 2, die Kampagne. Wir sind im Kapitel 3 und kommen jetzt zu der zweiten Mission Genie der Karpaten. Und die starten wir jetzt auch gleich und schauen mal, was wir hier alles erledigen müssen. Ich bin mal gespannt, denn wir kommen ja auch langsam ins Zeitalter von heute, sage ich jetzt mal. Wir waren letztes Mal 1960. Ich denke, jetzt wird es etwa bei 65 oder 70 rum sein. Hier oben schreibt er jetzt Kapitel 3, Mission 14, wie auch immer. Also im Gesamten ist es die Mission 14, von Kapitel 3 ist es aber die Mission 2, wie auch immer. So. Gleich ist fertig geladen. Und wir gehen zum Schwarzen Meer. Hä? Es lebe der Kondukator. Das Genie der Karpaten. Der Titan der Titanen. Unser irdischer Gott. Es lebe seine Gattin, Frau Dr. Elena. Die liebende Mutter der Nation. Du gehörst zu den engsten Vertrauten des Präsidentenpaares und erfüllst ihm sämtliche Wünsche. Zum Wohle des Volkes. Zum Wohle der Republik. Der Kondukator wird beim Okay, also. Liefere Rohöl zur Raffinerie. Na gut, schauen wir mal. Oh, das sieht ja schon mal sehr nice hier aus. Aber die sind da noch am Bauen, hä? Oh, wow. Oh, coole Sache, ja. Früher war das Zeugs gemoddet worden, heute hat das der Hersteller selbst gemacht. Cool, coole Sache. Also, ja, Rohöl. Hier ist mal die Raffinerie. Wo ist jetzt das Rohöl? Da, ah ja. Okay, das ist ja fast ums Eck, nicht ganz. Da gibt es sicherlich mal eine Zuglinie. Oh. Okay, hier haben wir was. Ich gehe mal schnell eine Übersicht hier verschaffen, was wir hier alles haben. Da haben wir noch Marmor. Da haben wir... Da müssen wir dann schauen, was wir hier alles machen müssen. Und hier haben wir auch noch für Kunststoff Rohöl. Hä? Und hier Kunststoff noch für Export. Okay, wie auch immer. Aber nicht allzu viel. Oder noch nicht allzu viel. Mal schauen. Also, jetzt gehen wir mal nach... Hier hinten, wir haben zweimal Rohöl. Die Frage ist jetzt, welchen nehmen wir? Schließen wir mal nur einen an. Das macht, glaube ich, auch mal Sinn. Wir nehmen logischerweise Güterverkehr. Und ich wähle zur Sicherheit mal den hier, falls wir den anderen auch mit anschließen müssen. Na, soll ich den parallel fahren? Naja, komm, parallel. Und hier unten... die Umwandlung. Da machen wir einen. Was machen wir hier? Ah, einen Sack. Machen wir einen Sackbahnhof. Die gloriose ja. Eiche aus Gornitz. Okay, da kommt schon der erste Bonusquest. Jetzt machen wir zuerst mal das. Nicht gesprengt hier. Also, wir nehmen auch die Standardschiene. Oh, da haben wir auch noch weitere Brücken hier zur Auswahl. Oh, seht euch das an. Nice. Ah, sehr gut. Nice, nice, nice. Verwenden wir doch auch gleich. Schauen wir, da
dass wir irgendwie langsam aber runterkommen. Bleiben wir gleich auf dieser Art Brücke. Ja, 120, ich glaube, das sollte vom Speed her genügen. Da. Okay. Die Linie steht schon mal. Dann brauchen wir hier ein Depot. Gut. Dann nehmen wir noch ein Signal mit zur Sicherheit. Und dann hoffentlich mit einem sollte es reichen. Hä? Dann wäre der hier schon mal erledigt soweit. Wir haben jetzt zwar noch keinen Abgang, aber das ist nicht so schlimm. Verbinde die markierten Gebiete mit Straßen, pflanze Bäume und finde einen Bären. Der Zusatzquest hier oder die Bonusaufgabe, Forstwege bauen, Baum pflanzen oder Bäume pflanzen und den Bären finden. Ja, da ist er. Bär schon gefunden. Okay. Ah, hier hat es auch noch einen Bär. Okay, und hier oben auch. Logisch, dreimal Bär. Dann Forstwege. Verbinde die markierten Gebiete mit Straßen. Gut, machen wir mal. Nehmen wir die kleinen Straßen hier. Ja, das ein bisschen. Oh. Ründlicher da, hä? So. Das sieht man auch. Und Bäume pflanzen. Jawohl, machen wir auch. Haben wir hier. Nein, haben wir nicht. Ich dachte, wir hatten ein Tool hier, wo man einfach Bäume setzen kann. Ja, hier Wildwald. Nur funktioniert es nicht so richtig. Ah. Gut. Sehr gut. Die Bärenjagd kann beginnen. Unser verehrter Okay. Also das war jetzt relativ einfach, aber haben wir erledigt. Also jetzt also das mit dem Rohöl. Da gehen wir hier mal rein. Schau, ui, okay, wir haben uns eigentlich für elektrisch schon entschieden, aber wir können natürlich auch Dampf nehmen, das bin ich nicht abgeneigt. Vor allem was die Kosten anbelangt, sind wir mit Dampf nicht günstiger. Doch, der hier fährt ein 110er, kostet nur 3,8 Millionen anstatt der hier. Mit 4,6 hat 1680. Wie viel hat der hier? 1414. Ja. Der kommt wieder etwa hin mit dem anderen. Elektrisch. Diesel haben wir gehabt. Elektrisch ist zu teuer. Hier 8. Nein, 4. 5, also fast 4,6 und der ist 4,5, ein bisschen günstiger, schneller und hat auch ein bisschen mehr Leistung. Kommen wir neben den. Dann haben wir die Cargowagen. Wir brauchen für Öl, genau. Mittelmäßig jetzt, hä? 54. Gut. Linie. Ohne Linie geht natürlich gar nichts. Hier. Und hier oben. Lassen wir laufen. Und hier Linie auf Linie 1. Sehr gut. Und produziert schon. Wunderbar. Perfekt. Oh, neue Wagen. Solche Wagen haben wir noch nie gesehen bis jetzt. Sehr schön.
nicht allzu viel, logischerweise. Der kann halt auch nicht so viel von der Leistung her. Und ab die Post. Boah, 54 kann er mitnehmen und er hat jetzt schon hier die 54 erreicht. Haben sie auch cool gemacht. Noch ein bisschen auf alter Basis hier. Noch nicht neumödig gemacht. 1974, boah, gut. Sehr gut. Und wie viel hast du dabei? Genau, die 54. Dann kann die hier unten schon mal wüten. Es wird ja erstmal angefordert. Verbrauch wohin? Keine Ahnung. Weiß man nicht so genau. Brauchen doppelt so viel Lieferanten. Beziehungsweise wer sind die Abnehmer? Ah, okay, das sind die Abnehmer. Die sind aber nicht verbunden. Ach, herrje, du, da gibt es ja schon mal einen schönen Stau. Da gibt es ja schon mal einen schönen Stau hier. Bin nicht mal sicher, wie man hier eigentlich auch Signale setzen kann. Okay, ist nicht so wichtig, weil wir haben es jetzt zuerst mal erreicht hier. Versorge die Hauptstadt mit den notwendigen. Beliefere Bukarest mit 50 Öl und die Plastikfabrik mit 50 Öl. Okay, Bukarest ist hier. Mit Öl beliefern. Okay. Frage ist jetzt zuerst mal Cargo. Wer braucht Öl? So. Öl brauchen nur... Boah, nicht so viel. Ja, Öl brauchen nicht so viel. Hauptsächlich hier im Zentrum. Okay. Aber vielleicht... reicht das hier? Ja, gut. Also dann ersetzen wir... Puh. Sollen wir hier unten gleich? Komm, wir machen den... den Cargo hier unten. Sollen wir gleich zwei machen? Sicher ist sicher. Gut. Und... das ist Cargo, dann müssen wir hier nicht Hochgeschwindigkeit machen, dann reicht das so. Nehmen wir noch die Gleise. Auch Standard. Nehmen wir zuerst mal den äußeren. Und versuchen hier eine Verbindung dann zu erstellen. Komm, wir gehen da doppelspurig. Machen wir zwei? Ja, komm, wir nehmen zwei. Hey. Nur der, ah, jetzt. Wollte gleich sagen, warum will denn der da nicht rein? Gut, und der hat ihm, oder hat seine eigene Linie, das ist auch gut. Wir machen aber trotzdem noch eine Weiche rein. Und zwar werden wir das anders lösen. Genau, wir werden hier den eliminieren. Gleich so verbinden und dann das Ganze so steuern. Hä? Genau, das müsste ja nicht passen. So, dann machen wir noch eine Linie. Und zwar die Linie von hier nach Bukarest. Genau, die ist sehr selbstständig. Was wir aber noch machen ist, setzen hier und hier noch ein Signal hin, nicht dass es dann noch knallt, wenn sie da einfahren wollen. So, man hätte das vielleicht ein bisschen weiter vorne machen können, aber ja,
Ist schon gut so. Okay, dann brauchen wir dazu auch noch eine Lokomotive. Und ich würde eigentlich gleich dieselbe vorschlagen. 50 Stück brauchen die. Cargo. Den setzen wir noch ein und auf Linie 2. So, das wäre dann soweit auch erledigt. Dann müssen wir noch die Kunststofflinie. Rohöl oder sag mal. Ah nein, warte mal. Doch Öl hier. Kunststoff. Abnehmer haben wir da halt noch keine. Jetzt ist das Kabäuschen hier natürlich schon mal an einem doofen Ort. Ist aber nicht so schlimm. Die Frage ist jetzt... Aha! Ja. Ich habe es nämlich noch fast gedacht, dass die einfach an einem doofen Ort stehen. So. Jetzt machen wir dann eben Folgendes. Wir gehen von... Machen wir das Ganze ein bisschen anders. Machen wir das so, hä? Aus dem Grunde, dass wir zum einen mal den doppelspurig machen können. Hä? Das ist mal Punkto 1. Da. Und dann haben wir hier Güterplattformen. Gut. Und Hochgeschwindigkeitsgleis, beziehungsweise die Gleise mit, den muss ich jetzt hier nicht mehr haben, sondern den hier. Und jetzt verwenden wir den, dass wir eben auch an dem Gebäude hier vorbei können. So, und da müssen wir zu der Kunststofffabrik gehen. Da schlage ich jetzt auch mal wieder vor, dass wir einen Sackbahnhof nehmen. Es eignet sich halt in den meisten Fällen immer sehr gut, einen Sackbahnhof zu verwenden. Aber soll nicht eintönig dann werden, hä? So. Na, machen wir den. Noch eine andere Brücke. So, der hat dann eine eigene Linie. Was natürlich noch fehlt, ist auch hier. So, oderle. Okay. Dann setzen wir da noch eine Linie hin. Perfekt. Bedeutet, dass wir... Ja, es geht halt ein bisschen länger. Also ich muss halt so wieder sagen, dass es länger geht, weil wir... Oder weil der hier eben nur alleine fährt. Müsste den doppelspurig machen. Das würde aber dann bedeuten, soll ich das überhaupt? Ja. Sieht jetzt sehr unschön aus. Nein, das... Nee. Also wenn, dann machen wir das schon sauber. Ein bisschen Ordnung muss dann schon noch sein, hä? Gut.
das jetzt schlau ist, doppelspurig zu machen, rein von den Kosten her, weiß ich nicht. Ist mir halt eigentlich auch ein bisschen egal. Hauptsache, es geht ein bisschen schneller voran. Eben, wir schauen hier nicht auf die Wirtschaft. Müssen wir eigentlich jetzt auch nicht in diesem Sinne. Odele. Gut, und hier vorne machen wir noch einen. Perfekt. Und dann klonen wir den Wagen. Fahrzeug verwalten. Klonen. Genau. Müsste ein zweiter rauskommen. Jawohl. Und für die Linie 3 machen wir das natürlich auch noch schnell. Dampf. Und Linie 3. So weit, so gut. Hier ist natürlich noch nichts angekommen. Funktioniert es nämlich auch. Genau. So, der hat die alleinige Spur. Jetzt muss ich das anders lösen. Den hier entfernen wir. So, und dann machen wir das so. Ja, ja, ein bisschen sollte es natürlich schon. Weiß ich nicht. Hat eine Falle machen. Keine Ahnung. So, und den hier brauchen wir dann auch nicht mehr. Was wir aber dafür brauchen, ist hier vorne. Dass der hier so durchgezogen wird. Jawohl. Bedeutet dann, hat der noch ein Signal da? Ja, das hat er noch. Und das hier entfernen wir. Haben wir hier ein Einfahrtsignal. Jawohl. Und hier oben. Und dann kommt der. Ja, nämlich hier entlang. So, jetzt schaue ich mal schnell die Linien an. Die passen soweit auch. Und die gelbe Linie driftet dann ab. Sehr gut. Wir lassen jetzt Vollgas laufen. Und jetzt kommt das erste Öl. Und das wird auch gleich wieder hier platziert. Für Stadt und für Plastik. So, jetzt können wir es laufen lassen. Ne? Ja, eben ein bisschen Ordnung muss halt auch sein. Auch wenn es hier nur Kampagne ist, aber es sollte doch in einer Form, sag mal, wirtschaftlich oder beziehungsweise schnell funktionieren. Nicht, dass wir viel Zeit hier verlölen. Und er kriegt alles mit. Ah! Ach so! Oh Mann! Ja klar! Ist ja schön und gut hier. Das ist ja wirklich schön und gut, aber da brauchen wir noch Abnehmer. Da brauchen wir noch Abnehmer. Das Zeug muss ja auch noch in die Stadt gehen. Sonst klappt das nicht. Gut. Und zwar, ja, die Linie müsste man jetzt erstellen und dann wäre es ja schon erledigt. Gut. Dann brauchen wir noch eine Anlegestelle hier. Ein paar Fahrzeuge. Was müsst ihr transportieren? Hauptsächlich Öl. Das wäre ein kleiner, das wäre ein großer. Wir nehmen einen kleinen, wir nehmen 3 Stück. Linie 4. So, jetzt werdet ihr dann auch sehen, dass auch der untere dann Öl bekommt. Nehmen wir ihn dann noch schnell raus.
Perfekt. Es kriegt zwar immer noch erst 3 was ab. Als ob die Linie 2 noch nicht akzeptiert wurde. Müsste aber eigentlich, oder? Ja, hier Öl. Müsste eigentlich funktionieren. Ah, jetzt kriegt Linie 2 auch was. Okay. Okay. Immer mit Geduld. Werden immer 2 Öl gebraucht. Für, also Rohöl für ein Öl. So, die Plastikfabrik, die ist jetzt dann schon fertig. Ist schon über der Hälfte. Fahren die denn auch voll? Ja, ja, die fahren voll. Ja, da hat's genügend. Ja, ja, da hat's genügend. Wo ist der andere? Ah, der ist jetzt gerade hier abladen gewesen. Sehr gut. Ja, ja, den haben wir schon fertig. Plastik ist schon produziert. Aber weiterhin der größere Abnehmer als die Stadt. Welchem Grund auch immer. Aber nicht allzu viele Wagen hier. Geliefert hat der noch nichts. Oder doch, doch, er hat geliefert, ja. Okay. Ist. Ja, jetzt kriegt die Stadt ein bisschen mehr. Hä? Die Hälfte immerhin. Ja, immerhin 20 in etwa kriegen sie obendrauf, sind wir schon bei 28. Okay, also das funktioniert, das läuft. Die erste Bonusaufgabe ist erledigt und auch der Quest oder der Auftrag hier mit Beliefern von Öl. Der läuft also soweit auch. Die Kohle, die ist immer noch im Minus. Ne, jetzt ist sie gerade auf Plus gekommen. Also wir sehen hier, dass wir eigentlich Geld verdienen. So wie wir die Linien eingerichtet haben, würde es wirtschaftlich funktionieren. Was jetzt aber halt nicht unbedingt Sache von dieser Kampagne hier ist. Klar müssen wir schauen, dass wir genügend Kohle noch haben. Aber es ist nicht irgendwie ein Ziel in der Kampagne, dass wir, eine gute Performance von den Einnahmen generieren. Wir haben einfach Kohle zur Verfügung und diese Kohle dürfen wir ausgeben. Wenn es bei Null ist, kein Problem, können wir uns wieder leihen. Das klappt nämlich wunderbar. So, aber dann würde ich auch sagen, dass wir hier mit dieser Folge schon wieder abschließen in der Mission 14 oder beziehungsweise Mission Genie der Karpaten. Werden wir jetzt mal einen Cut machen und beim nächsten Mal geht es hier weiter, wenn wir dann also auch noch die Stadt mit diesen 50 Ölen beliefert haben. Ich mache hier auch Pause und ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Dann sehen wir uns auch in der nächsten Folge wieder. Ich verabschiede mich, euer Pecky. Bye, bye.